Postchaos. Lange Schlangen in der Stadt, aber wohin mit Briefen und Paketen auf dem Land? Wie finden Sie die Postsituation hier? Erbärmlich. Zerbeult, zerstört, zertreten. So gehen Zusteller mit unseren Paketen um. Ist das Glas? Ziemlich. Boah. Ja, das ist hin. Und eingeschleust bei einem Sublieferanten von Amazon. Also wenn mich jetzt eine Vollbombe machen, dann fliegt mir das um die Ohren. Geht nicht anders. Die Tricks mit Post und Paketen. Es gibt kaum einen Markt, der so stark wächst wie das Geschäft mit Kurier-, Paket- und Expresssendungen. Ein Grund? Der boomende Onlinehandel. Was glauben Sie, wie viele Pakete werden in Deutschland pro Tag verschickt? Viele. Das ist schon mal richtig. 5.000, 10.000 so. Ja, nicht ganz. Dürfen noch ein bisschen höher greifen. Ich würde mal sagen 25.000. Na ja, dürfen Sie noch ein bisschen drauflegen. Also dann sind wir bei 45.000. Ich meine deutlich mehr. Eine Million? Mehr. Zwei? Ja. Fünf Millionen. Das reicht immer noch nicht. Es gibt's ja nicht. Ich sage Ihnen was. 16 Millionen. Scheiße. Pro Tag. Okay, das ist eine Ansage, ja. 16 Millionen Pakete pro Tag. Eine ganze Menge. Und wo bringen Sie die hin? Meistens zu Hermes, manchmal zu DHL. Also in einem Paketshop? Na gut, gezwungenermaßen. Also weil die Post macht ja immer mehr und mehr dicht und verlagert das immer mehr auf diese Paketshops. Da muss man ja vielleicht in Lottoladen oder eben in so eine Reinigung zum Beispiel. In der Reinigung? Ja, gibt's auch. Echte Postfilialen gibt es kaum noch. Stattdessen viele Paketshops, zum Beispiel im Kiosk. Vorteil sind die oft längeren Öffnungszeiten. Nachteil, enormer Kundenansturm, gerade zu Stoßzeiten. Vor allem kleinere Geschäfte kommen da schnell an ihre Kapazitätsgrenzen, auch in Sachen Lagerfläche. Aber immerhin gibt es in der Stadt zahlreiche Paketshops. Das sieht auf dem Land nämlich ganz anders aus. 60 Kilometer südlich von Hamburg liegt die Gemeinde Friedenbeck. Hier leben 6.500 Einwohner. Ab 2000 muss es eigentlich eine Postannahmestelle geben, so steht's im Bundesgesetz. Allerdings. Hallo, Entschuldigung. Hallo. Ich suche die Post. Die gibt's hier nicht. Die suchen vergebens. Ja, dann müssen Sie nach Stade fahren. Hier gibt's keine. Wie weit ist das von Ihnen? 7 Kilometer. Boah, auch eine Ecke, ne? Keine Post im Ort. Und damit ist die Gemeinde Friedenbeck nicht allein. Denn die Deutsche Post hat ein Problem. Fehlende Filialen auf dem Land. 125 sogenannte Pflichtstandorte waren laut Bundesnetzagentur zuletzt unbesetzt. Friedenbeck ist einer davon. Es wird immer Nachfolger gesucht, aber irgendwie hat sich da wohl noch nichts ergeben. Kurzer Rückblick. Im Jahr 1994 wurde aus der staatlichen Post ein privates Unternehmen. 1995 wurde das Partnermodell eingeführt. Seitdem können zum Beispiel auch Schreibwarenläden, Tankstellen oder Supermärkte Postdienstleistungen erfüllen. Im Internet wirbt die Post um neue Partner. Als Partner der Post können Sie neue Kunden gewinnen und die Stammkunden enger an Ihr Geschäft binden. Das kann den Umsatz auch in Ihrem eigentlichen Kerngeschäft steigern. Hört sich gut an, doch ganz so rund läuft es in der Realität offenbar nicht. In Friedenbeck hatte ein Schreibwarengeschäft den Postbetrieb übernommen, doch der Laden hat vor etwa einem Jahr dicht gemacht. Aus wirtschaftlichen Gründen. Seitdem gibt es im Ort keine Postfiliale mehr. Ein unhaltbarer Zustand, findet Bürgermeister Hans-Ulrich Schumacher. Seit Monaten kämpft er um eine neue Postfiliale in der Gemeinde. Doch statt eines Nachfolgers gibt es Leerstand. Der Vermieter hätte an die Post vermietet. Die Räumlichkeiten, die allerdings für den reinen Postbetrieb zu groß sind, das muss man zugeben. Mhm. Aber das wollte die Post eben nicht. Die Post möchte keine Filialen mit eigenen Beschäftigten haben. Sie kriechen immer irgendwo unter und die Post ist das Nebengeschäft, wird mir gesagt. Nur klappt das mit dem Unterkriechen in Friedenbeck bislang nicht. Auf Nachfrage schreibt uns die Post, dass sich die Suche nach einem Filialpartner vor Ort als besondere Herausforderung erweist
und es deshalb eine mobile Übergangslösung gibt. Wer in Friedenbeck etwas verschicken will, muss erstmal warten. Und zwar auf das Postmobil. Das kommt dreimal in der Woche, auch bei miesem Wetter wie heute. Schließlich rollt Postbotin Heide Fehrmann auf den Parkplatz vor dem Rathaus. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja? Jetzt wieder auf Spannung, bitte. Halten Sie mal bitte fester. Nein, nicht hier, in die Ecken, dass Sie nicht wieder runterfallen. Ja. So. Das gefällt mir schon ganz gut. So. Und schon kann es losgehen. Nein! Och, Mann, ey. Das ist ja bitter. Noch nicht ganz ausgereift, die Technik hier scheinbar. Nicht ganz so. Also, sie sind gut ausgestattet, aber so ein bisschen provisorisch kommt das ja schon rüber. Das ist jedes Mal eine Herausforderung. Zappalott. Das nennt sich mobile Postfiliale. Ja, aber wer will unter diesen Bedingungen arbeiten? Weiß ich nicht, ich. Heide Fehrmann ist eine von vier mobilen Einsatzkräften in Norddeutschland. Sie fährt jeden Tag 4 Stunden, um hier 2 Stunden ihr Postzelt aufzuschlagen. Ja, das läuft hier. Aber warum nimmt die Post nicht Mitarbeiterinnen, die gerade um die Ecke wohnen? Warum müssen Sie das machen? Wir haben auch kein Personal. Wir suchen händeringend. Geöffnet hat Heide Fehrmann für 2 Stunden. Kommen Sie zu mir. Wie finden Sie die Postsituation hier? Erbärmlich. Guck mal, die müssen nun ihr eigenes Campingzeug mitbringen, um hier sich ein bisschen zu schützen. Ja. Das ist unglaublich. Und Sie werden auch klatschnass, ne? Ja, das ist so schlimm. Auch Bürgermeister Hans-Ulrich Schumacher ist mit dieser mobilen Lösung nicht zufrieden. Denn das Postmobil kommt nur, wenn denn die Kollegin von der Post Zeit hat, nicht krank ist oder Urlaub hat. Ja, was ist, wenn sie mal krank ist oder Urlaub hat? Dann bleibt der Parkplatz leer. Dann ist niemand da. Die Lösung für alle unbefriedigend. Selbst für die Post. Die Schwierigkeit, einen Postpartner in der Gemeinde zu finden. Denn das möchte in Friedenbeck offenbar niemand werden. Was bedeutet es überhaupt, Postpartner zu sein? Und lohnt sich das? Jemanden zu finden, der offen darüber sprechen möchte, gar nicht so leicht. Wir sind zu einem anonymen Interview verabredet. Der Postpartner möchte nicht erkannt werden. Er hat Angst vor den Folgen. Seit 20 Jahren betreibt er ein Ladengeschäft. Seit 10 Jahren ist die Post mit drin. In Stoßzeiten ist viel los, manchmal aber auch gar nichts. Wenn zum Beispiel die DHL mir meinen Paketeingangsraum flutet, dann komme ich nach Feierabend nochmal wieder und mache die Einlagerungsarbeit zu Ende. Was ich ja nicht aufschieben kann, weil morgen früh steht ja der Kunde vor der Tür. Fast 65 Stunden arbeitet er in der Woche. Auf Dauer zu viel. Er hat deshalb 2 Aushilfen angestellt. Das größte Problem ist, dass es sich unterm Strich nicht rechnet. Denn die gesamte Vergütung wird im Prinzip komplett von den Lohnkosten und Betriebskosten aufgezehrt. Aktuell sieht die Vergütung so aus. Neben einer Monatspauschale von durchschnittlich 500 Euro verdient der Postpartner am Verkauf einer Briefmarke 5%. Einschreiben und Pakete bringen 40 Cent. Wer auch noch einen Postbankschalter betreibt, bekommt 1 Euro pro Ein- und Auszahlung. Die Deutsche Post blickt auf lukrative Jahre zurück. Zusammen mit der Tochterfirma DHL verbuchte sie im Jahr 2023 6,3 Milliarden Euro Gewinn. Der Erlös für die Postpartner ist jedoch zurückgegangen, denn es gibt weniger Briefe, Pakete kann man online frankieren und für Retouren gibt es oft gar kein Geld. Das ist ja quasi eine Stückvergütung und da fängt ja quasi das Problem an. Wenn Sie keine Scans machen, weil gerade keine Kunden kommen, Stichwort schlechtes Wetter, dann gibt es auch kein Geld. Aber die Lohnkosten laufen ja weiter. Was bleibt denn dann unterm Strich übrig, wenn wir auf der einen Seite die Basisvergütung plus Provisionen haben und auf der anderen Seite Personalkosten? Wenn ich bereit bin, für 2 zu arbeiten, dann bleiben vielleicht 1.000, 1.500 Euro,
Bei meiner Filialgröße muss man aber dazu sagen, übrig. Und wenn ich mir wie jetzt mehr Personal leiste, dann bleibt auch mal gar nichts übrig. Wie, denn arbeiten Sie für lau oder wie? Also ich habe schon das Gefühl, teilweise ehrenamtlicher Poststellenbetreiber zu sein, ja? Uns liegt ein Postpartnervertrag vor. Darin heißt es, der Mehrwert für die Partner liegt in der erhöhten Kundenfrequenz, um das Kerngeschäft zu fördern. Ja, nur die Sache ist die, die Kunden kaufen nicht ein Snickers oder irgendeinen Kaffee. Die kommen, erledigen ihre Postgeschäfte und gehen wieder. Sodass dieser Zusatzumsatz, den ich mit den von der Post gebrachten Kunden machen soll, ja gar nicht stattfindet. In über 40 Seiten steht hier genau beschrieben, welche Aufgaben und Pflichten ein Filialbetreiber übernimmt. Zum Beispiel die Öffnung an jedem Werktag eines Kalenderjahres. Einer, der die Vor- und Nachteile der Zusammenarbeit mit der Deutschen Post AG kennt, ist Udo Böhr. Er war lange Vorsitzender vom Postagenturverband Deutschland und hat früher selbst eine Postfiliale betrieben. Es sind ja nicht nur die 6 Tage, die geöffnet sein müssen, sondern es gibt auch keinen Urlaub. Und er kann auch nicht wegen Krankheit schließen. Das heißt also, er ist verpflichtet, diese 6 Tage geöffnet zu halten. Und er muss dann eben halt dafür sorgen, dass genügend Personal da ist, um das zu bewerkstelligen. Auf Nachfrage dazu schreibt uns die Post: Für den Betrieb sowie das Personal sind unsere Partner eigenverantwortlich. Das unternehmerische Risiko wälzt die Post damit auf ihre Partner ab, kritisiert Udo Böhr. Das Problem an der ganzen Geschichte ist auch, dass zum Beispiel Mindestlohnerhöhungen, die der Betreiber eben halt stemmen muss, die Post erstmal gar nicht mitmacht. Es gibt Verträge, es gibt eben halt Provisionstabellen, nach denen gezahlt wird. Und da gibt es erstmal keine Erhöhung. Und wenn die Post selber im Tarifvertrag Erhöhung gibt, dann gilt die natürlich für die gesamten eigenständigen Unternehmer nicht. Die heißen zwar Postpartner, aber das ist eigentlich kein Partner, sondern die werden im Prinzip nur ausgenutzt. Die Post sieht das anders. Man zahle eine marktübliche Vergütung. Worauf lässt sich ein Postpartner mit diesem Vertrag ein? Termin beim Rechtsanwalt. Ein Fachgebiet von Raimund Emde. Das Recht der Handelsvertreter. Denn das sind die selbstständigen Postpartner. Das ist ein Vertrag, der eben schon im Lichte dessen, was zulässig ist, so formuliert ist, wie die Deutsche Post das gerne hat. Aber er ist nicht völlig unüblich. Das ist das, was ich eben von Handelsvertreterverträgen kenne. Der Unternehmer ist der wirtschaftlich Stärkere. Er versucht zu formulieren. Er hat seine Standardbedingungen. Das sind sogenannte allgemeine Geschäftsbedingungen hier. Im Übrigen könne jede Seite den Vertrag kündigen, so der Experte. Doch das Geschäftsmodell umzukrempeln ist oft nicht so einfach. Wäre ich jetzt noch ein Jungspund und hätte vielleicht noch 5 Chancen, was Neues zu starten, würde ich das vielleicht in Erwägung ziehen. Würden Sie es als Fehler bezeichnen, dass Sie jetzt die Postfiliale übernommen haben? Ja. Die Partnerschaft mit der Post, sie lohnt sich offenbar nicht für jeden. 6,3 Milliarden Euro Gewinn. So viel hat die Deutsche Post DHL Group im vergangenen Jahr erwirtschaftet. Doch womit macht der Konzern eigentlich sein Hauptgeschäft? Das weiß Business-Analyst Noah Leidinger. Im Podcast-Studio spricht er mit seinen Kollegen über die Welt der Aktien und Geschäftsstrategien großer Weltkonzerne. Und genau das ist die Deutsche Post DHL Group mittlerweile. Ein Weltkonzern mit vielen internationalen Aufträgen. Die kommen zum Beispiel aus dem medizinischen Bereich. Wenn ich so ein Medizinprodukt habe, dann muss es oft zu einem bestimmten Punkt an einem bestimmten Ort sein. Und genau das macht DHL mit dem Expressgeschäft. Und da haben sie auch eigene Logistikzentren natürlich, aber auch um die 300 eigene Flugzeuge, die sie teilweise leasen, teilweise auch selbst besitzen. Das heißt, die DHL fliegt da wirklich Pakete durch die Welt und ist da Weltmarktführer in dem Bereich. Der zweite Bereich ist dann das Speditionsbusiness. Da nimmt DHL vor allem die Speditionsrolle ein, das heißt, die vermittelt zwischen den verschiedenen Parteien. Dann gibt es noch das Logistikgeschäft. Da managen sie die Logistik für andere Firmen, also die kompletten Lieferketten. Und zuletzt eben das Geschäft mit den Paketen und Briefen in Deutschland. Der Brief- und Paketversand in Deutschland macht mit 15% nur noch einen kleinen Teil des Geschäfts des Weltkonzerns aus.
Eins der Ziele hierzulande, Kosten reduzieren. Die Deutsche Post hatte bis 2007 ein Briefmonopol in Deutschland und da waren sie verpflichtet, eigene Filialen zu haben. Das ist dann 2008 weggebrochen und dann hat die Deutsche Post eigentlich auch sofort entschieden, dass man das auslagert. Schlussendlich ist es einfach effizienter, wenn man jetzt nicht einen eigenen Laden betreiben muss. Das macht sie nur noch in Notfällen. Zum Beispiel, wenn sich kein Postpartner findet. Wie in Asendorf. Hier gibt es nach 15 Monaten vergeblicher Partnersuche nun eine Sonderlösung. Die Post hat eine sogenannte Interimsfiliale eröffnet. Mit eigenem Personal. Für 3 Stunden täglich. Gleiches soll es bald auch in Friedenbeck geben. Auf dieser Infokarte hat der Paketbote sein Problem aufgemalt. Schlecht geworfen. Leider ist das Paket im Geländer stecken geblieben. Sorry. Im Internet kursieren einige Videos, die angeblich zeigen, nicht immer werden Pakete von Zustellern sorgsam behandelt oder diebstahlsicher abgestellt. Leute, macht euch gar keine Sorgen. DHL versteckt eure Pakete so sicher und so gut. So werden die nicht geklaut. Vielleicht Extrembeispiele, doch beim Versenden von Post und Paketen gibt es immer mehr Ärger. Das belegen Zahlen der Bundesnetzagentur. Die Beschwerden lagen im vergangenen Jahr bei fast 35.000. Ein Rekordwert. Ich finde, die Post kommt immer seltener. Also am Montag bekommen wir nie Post. Oder sie sortieren schlecht aus, dass wir Nachbarschaftspost kriegen, wo eindeutig wir nicht drauf sind. Oder auch kaputt angekommen, ne? Als wenn da jemand draufgesprungen wäre. Echt? Ja. So kaputt? Ja, so kaputt. Es läuft also nicht immer alles reibungslos. Der Versandärger. Gemeinsam mit Transport- und Verpackungsexperte Nils Wildner testen wir, wie gut Paketdienste arbeiten. Wir verpacken Teller, Tassen, Weinflaschen, Gläser, einen Blumentopf und einen Stoßdatenlogger. Der ist vorprogrammiert und da können wir entsprechende Stöße messen, wenn die Pakete geschmissen werden, wenn sie runterfallen. Und wenn was beschädigt wurde, können wir sehen, wie stark dann wohl der Stoß war. Aha, wir können also ein bisschen nachvollziehen, wie mit dem Paket auf der Reise umgegangen wurde. Genau. Den empfindlichen Inhalt packen wir so, wie der Experte empfiehlt. Ordentlich Packpapier. Um die Gläser kommt Luftpolsterfolie und an die Innenseiten des Pakets kleben wir Stoßindikatoren. Die färben sich bei einem Aufprall rot. Zum Schluss noch viel Material zum Auspolstern und das Ganze fest verschließen. 5 Pakete verschicken wir mit den 5 größten Anbietern in Deutschland: GLS, Hermes, DPD, DHL und UPS. Bei einem 6. Paket kleben wir die Stoßindikatoren außen auf, zum Ausprobieren. Ab wann wird es denn kritisch, würden Sie sagen? 80 cm bis 1 Meter ungefähr. Das wäre ungefähr diese Höhe? Also ja. Gut, ich lasse dann einfach mal so ganz normal fallen, so hoch. Und? Ist wie beim Corona-Test. Ja, es geht so langsam los. Ja, das ist so. Was heißt das? Das ist so gerade die kritische Fallhöhe, wo die Indikatoren anfangen zu detektieren, dass wir in den kritischen Bereich kommen. Okay, dann werfen Sie doch einfach mal einen höheren Bogen. Und ich, Gott, da gerade daneben gegriffen. Und was haben wir hier? Ja, jetzt blutet es schon mehr hier, ne? Das ist eine typische Situation, die beim B- oder Entladen des Fahrzeugs entstehen kann. Wenn die Paketdienstfahrer sozusagen die Pakete ins Auto schmeißen. Was bedeutet eine Höhe von fast 2 Metern für den empfindlichen Inhalt? Hä? Nee? Das Glas ist heil. Gibt's doch gar nicht. Der Übertopf war's. Ach was. Der Topf ist zerbrochen. Wie werden die Gegenstände wohl die echte Reise überstehen? In jedes der 5 Pakete legen wir einen GPS-Tracker. So können wir den Weg verfolgen, den unsere Pakete zurücklegen. Denn wir wollen nicht nur herausfinden, ob die Ware heil bei uns ankommt, sondern auch, wie lange es dauert, bis wir die Pakete erhalten. Alle 5 sollen fast 1250 Kilometer zurücklegen. Die Strecke von Hamburg nach München. Von dort ungeöffnet wieder zurück nach Hamburg.
Für die Größe und das Gewicht von 5,3 Kilogramm zahlen wir pro Strecke am wenigsten. Bei DPD 6,40 Euro, bei GLS zahlen wir 6,70 Euro, bei Hermes 6,75 Euro, bei DHL 10,49 Euro und UPS ist am teuersten mit 12,70 Euro. In welchem Zustand die Pakete wieder bei uns landen, wir werden sehen. Wo Kunden einst nur Bücher bestellen konnten, gibt es heute alles Mögliche zu kaufen. 2023 lag der Umsatz des Online-Versandriesen Amazon in Deutschland bei rund 533 Milliarden Euro. Kennen Sie dieses Zeichen? Amazon, ja. Aha. Ich bestelle da ab und zu auch mal, ja. Die sind sehr schnell, muss ich sagen. Also die liefern binnen eines Tages teilweise. Ich bestelle auch bei Amazon unter anderem und kriege teilweise auch abends um 10 noch Päckchen. Wir sind auf dem Weg nach Berlin. Hier wohnt Amazon-Kunde Mike Wegner. Seine letzte Bestellung war teuer. Doch beim Öffnen des Paketes erlebt der pensionierte Polizist eine bittere Überraschung. Denn das, was er bestellt hatte, war nicht drin. Ich habe reingeguckt und habe 5 verschiedene kleine chinesische Gegenstände da drin gesehen und habe mir gedacht, das ist aber kein Handy. Und habe also gedacht, dass es da drunter wäre, dass das vielleicht eine Zugabe wäre oder sowas. Und habe das also ausgeschüttet und in dem leeren Karton gewühlt, gekratzt, geguckt, hab hier hinten schon das Licht durchscheinen sehen und erst da war mir klar, als ich das Licht auf der anderen Seite gesehen habe, da ist kein Handy drin. Kunden zahlen viel Geld an Amazon, aber erhalten ihre Ware nicht? Ein Versehen oder steckt mehr dahinter? Das Problem mit Falschlieferungen. Dieses Smartphone sollte es sein. Bei Amazon zu kaufen für knapp 1.900 Euro. Wow, 1.900 Euro. Wie lange haben Sie dafür gespart? 3 Jahre. Die Enttäuschung nach dem Öffnen groß. Weil die falschen Artikel insgesamt exakt so viel Gewicht auf die Waage bringen wie das bestellte Smartphone, beschleicht den ehemaligen Polizeibeamten ein Verdacht. Er untersucht das Paket genauer. Und da war das so, dass rechts und links dieses Paketband hier nachträglich verklebt wurde und gerollt war. Das haben Sie hier noch mal dokumentiert. Ne? Korrekt, genau. So haben Sie es bekommen? Korrekt, ja. Das heißt, hat noch mal jemand irgendwas drüber gelegt? Exakt, ja. Also nicht nur drüber gelegt, offensichtlich geöffnet. Mike Wegner vermutet einen Diebstahl und wendet sich an Amazon. Per Telefon und E-Mail schildert er sein Problem immer und immer wieder. Die haben mich von einem Mitarbeiter zum nächsten verwiesen, 50 Mitarbeiter insgesamt. Doch geholfen wird ihm dabei nicht. Auch Julia Reinke hat eine Falschlieferung von Amazon bekommen. Bestellt hatte sie ein iPhone für 699 Euro. Es war kein iPhone in dem Paket. Stattdessen war... Was ist das, ein Spielzeughandy oder was? Dieses Gerät da drin. Ein Tastenhandy mit großen Tasten. Auf jeden Fall nicht im Wert von 699 Euro. Julia Reinke sendet das Tastenhandy im Wert von etwa 30 Euro zurück an Amazon und wendet sich an den Kundenservice. Immer wieder hakt sie nach, möchte das Geld zurück. Per E-Mail heißt es, man werde ihr helfen und den Betrag innerhalb von 14 Tagen erstatten. Doch es passiert nichts. Julia Reinke meldet sich erneut bei Amazon, möchte wissen, wann sie mit der Erstattung rechnen kann. Da hat sich die ganze Kommunikation schon nicht mehr so freundlich gestaltet. Per E-Mail wird Julia Reinke aufgefordert, den richtigen Artikel zurückzusenden, wenn sie eine Erstattung wünsche. Weiter heißt es in der Nachricht, diese Entscheidung ist endgültig. Okay, aber an der Stelle muss ich jetzt noch mal nachhaken. Wir sind in der Situation, dass Amazon noch auf das richtige Gerät von Ihnen wartet, genau, Amazon, was Sie nie gekriegt haben. Was ich nie gekriegt habe. Amazon bricht den Kundenkontakt rigoros ab. Verbraucherschützer Oliver Butler kritisiert dieses Vorgehen von Amazon scharf. In meinen Augen ist dieses Verhalten völlig fehl am Platze. Falsch gehandelt hat ja nicht der Kunde, sondern der Online-Anbieter, der hier überhaupt nicht geleistet hat. Also es wurde ja nicht die Ware geschickt, die auch bestellt wurde. Mehrere tausend Betroffene soll es laut Verbraucherzentrale mittlerweile geben. Juristin Sandra May vom Händlerbund beobachtet die Vorfälle seit Monaten. Rein grundsätzlich können im Onlinehandel Falschlieferungen vorkommen. Das ist halt einfach so. In den Lagern arbeiten auch nur Menschen. Und wo Menschen arbeiten, kommt es nun mal zu Fehlern. Was jetzt aber
diese Falschlieferung bei Amazon angeht, wo wir ja wirklich das bestellte Produkt ist nicht mehr im Paket und stattdessen ist ein günstigeres Produkt drin, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Das kommt eigentlich in der Praxis so nicht vor und das deutet schon auf eine Masche hin. Amazon ist der größte Online-Händler der Welt. Die Logistik ist automatisiert und hocheffizient. In riesigen Zentren lagern Millionen Produkte. Mitarbeiter und Roboter verpacken sie. Die Produkte werden mehrfach gescannt, bevor sie dann am Ende tatsächlich zu einer Bestellung in einem Paket zusammengeführt werden. Und am Ende wird eben das Paket auch nochmal gewogen. Und wenn das ist, vom Sollgewicht abweicht, wird das Paket auch nochmal rausgenommen und kontrolliert, ob das eben wirklich richtig gepackt ist, ob die Ware drin ist, die auch tatsächlich bestellt wurde. Bis zu diesem Punkt ist es laut Expertin schwer, ein Paket zu manipulieren. Sobald das Paket aber das Lager verlässt, sieht das anders aus. Denn die letzten Kilometer zum Kunden übernehmen die Zusteller. Die Werbung verspricht einen reibungslosen Ablauf. Du musst nur klicken und wir verschicken. Jeder Handgriff sitzt, damit du bekommst, was dir gefällt. Offenbar nicht immer. Wo in dieser langen Kette gehen manche der teuren Geräte verloren? Dazu will sich Amazon nicht äußern. Schriftlich heißt es: Wir haben zusätzliche Kontrollmechanismen eingeführt, die es Akteuren mit schlechten Absichten bereits jetzt noch schwerer machen, Kundinnen, Verkaufspartner und Amazon zu betrügen. Offenbar gibt es dennoch Kriminelle, die Lücken im System ausnutzen. Teure Ware durch billige ersetzen. Sie gehen hochprofessionell vor. Viele der Falschlieferungen sind äußerlich unbeschädigt. Anders bei Mike Wegner. An der Unterseite seines Pakets fand er nach dem Öffnen einen verdächtigen Klebestreifen ohne Amazon-Aufdruck. Also das hat man geöffnet. War es in seinem Fall vielleicht ein Lieferant? Passiert ist das schon. In Baden-Württemberg wurden im vergangenen Jahr mehrere Paketzusteller zu Freiheitsstrafen verurteilt. Sie hatten heimlich über 500 Amazon-Pakete geöffnet und den teuren Inhalt ausgetauscht. Insgesamt erbeuteten sie Waren im Wert von 120.000 Euro. Damals ermittelte die Tübinger Staatsanwaltschaft. Die Pakete, die werthaltige Gegenstände enthalten, ja oft auch mit zum Beispiel einem Warnkennzeichen, mit Akku oder sowas versehen sind. Also es war dann für die Täterschaft auch erkennbar, dass es sich um ein lohnenswertes Paket handelt. Alle, die hier vor dem Amazon-Verteilzentrum ihre Wagen beladen, arbeiten bei Subunternehmen. Der DGB hat festgestellt, das System der Fremdvergabe begünstigt kriminelle Machenschaften und möglicherweise auch Sicherheitslücken, unter denen am Ende Amazon-Kunden leiden können. Opfer von Falschlieferungen kämpfen häufig vergebens um ihr Geld. Irgendwann schließt Amazon einfach die Akte nach dem Motto, es kommt ja keine neue Erkenntnis. Der Kunde behauptet ja immer das Gleiche und insofern wird diese Akte Kunde zu dieser Bestellnummer einfach geschlossen. Kunden bleiben auf ihrem Schaden sitzen. Amazon schreibt uns, wir arbeiten intensiv daran, die Kundenerfahrung in diesen Fällen zu verbessern. Bei vielen Betroffenen kommt das bislang nicht an. Die rechtliche Situation ist allerdings eindeutig. Amazon trägt die Verantwortung bis zu dem Zeitpunkt, bis die Ware wie bestellt beim Kunden eingegangen ist. Das heißt auch für den Transportweg. Und wenn da irgendwas schief geht, kann sich Amazon nicht rausreden. Doch genau das passiert. Für eine Abmahnung reicht das Verhalten von Amazon aber nicht aus, meint Martin Bollm von der Wettbewerbszentrale. Ich sehe hier keine Wettbewerbsrechtsverletzung, sondern das Unternehmen hat seinen Kaufvertrag nicht erfüllt mit dem Kunden. Es ist eine sogenannte Schlechtleistung. Und in einer solchen Situation hat der Kunde eben Rechte aus dem BGB, aus dem Kaufrecht. Er kann eben Nacherfüllung verlangen und er sollte dem Unternehmen eine Frist zur Nacherfüllung setzen. Und wenn ein Unternehmer dann sagt, ja, ich möchte das aber nicht, ich möchte dir nicht zu deinem Recht verhelfen, dann muss ich eben weitergehen und muss eben einen Anwalt einschalten oder gleich klagen. Mike Wegner hat es ohne Klage geschafft. Am Ende hat sich seine Hartnäckigkeit ausgezahlt. Die fast 1.900 Euro hat er von Amazon wiederbekommen, aus Kulanz. Einmalige Kulanz sagt mir persönlich, ich habe einen Fehler gemacht und die sind lieb und nett, erstatten mir das, aber das nächste Mal nicht nochmal. Und das ist hier ganz klar, dass hier ein Diebstahl begangen wurde, aber das ist eine Frechheit, muss ich sagen. Also der Inhalt ist eine Frechheit, die haben das ja nicht verstanden, worum das geht. Auch Julia Reinke hat ihr Geld inzwischen wieder. Mithilfe ihrer Bank konnte sie die Lastschrift, die sie für den Bezahlvorgang gewählt hatte, rückgängig machen. Von Amazon wurde ihr nicht geholfen.
Unsere Testpakete sind noch unterwegs, quer durch Deutschland. Anhand der GPS-Tracker können wir genau verfolgen, wie schnell sie vorankommen. Schon auf dem Hinweg gibt es deutliche Unterschiede. Nach 2 Tagen kommt das DHL-Paket als erstes in München an, dicht gefolgt von DPD und Hermes. UPS und GLS benötigen beide dafür 5 Tage. Wobei es bei GLS keinen einzigen persönlichen Zustellversuch gibt und das Paket stattdessen direkt im Paketshop landet. Auf Nachfrage dazu schreibt uns der Dienstleister, man habe mit dem Fahrer über ein möglicherweise vorliegendes Fehlverhalten bei der Zustellung gesprochen und erwarte eine sofortige Besserung. Alle Pakete schicken wir zeitgleich wieder zurück nach Hamburg. Auf dem Rückweg ist DPD mit 2 Tagen am schnellsten. Hermes und GLS kommen einen Tag später an. 4 Tage benötigen UPS und DHL, die beiden teuersten Anbieter. UPS erklärt die Verzögerung mit ungewöhnlich schneereichen Wetterbedingungen. DHL schreibt, dass 78% der bundesweiten Paketsendungen ihren Empfänger am darauffolgenden Werktag erreichen. Einzelne Paketsendungen unter Umständen aber etwas länger brauchen. Einen wirklichen Gewinner in Sachen Schnelligkeit gibt es nicht. Aber wie wurden die Pakete behandelt? Also, der erste Eindruck. Das kann ja wohl nicht sein. Das echt. Ist heftig, ne? Das geht ja wohl nicht, oder? Was ist das? Entweder ist ein anderes Paket draufgefallen oder beim Werfen irgendwie kaputt gegangen, aber das ist schon amtlich. Von außen macht das Paket von UPS den schlechtesten Eindruck. Was bedeutet das für den zerbrechlichen Inhalt? Oh, da war was kaputt. Wo ist es? Das Glas. Hat's nicht geschafft. Das Glas. Ja, das ist hin. Die Stoßindikatoren haben nur auf einer Seite ausgelöst, dafür aber deutlich. Was wirken da für Kräfte auf den Karton? Also wenn der Indikator ausgelöst ist, ist es das 75-fache des Eigengewichtes von dem Karton. 5 Kilo mal 75 sind ungefähr 400 Kilo. Ja, 400 Kilo können da... 400 Kilogramm Stoßkraft. Das passiert eigentlich, wenn das Paket zusätzlich beschleunigt wird. Das heißt, es wird wirklich geworfen. Mhm. Oder wir haben eine entsprechende Fallhöhe, 1,50 Meter, 2 Meter. Das Paket wurde also eindeutig zu grob behandelt. UPS kann die Stoßkräfte nicht nachvollziehen. Das Paket sei aber bei angemessener Verpackung standardmäßig versichert. Wir könnten den Schaden also geltend machen. Auch bei GLS, ausgelöster Stoßindikator und Scherben. Oh, Achtung. Nein, der Fuß fehlt. Der Fuß fehlt? Ja. Ah, hier. Oh, Achtung, Vorsicht, Verletzungsgefahr. Ja. Glas und Blumentopf haben es nicht geschafft. GLS weist die Verantwortung von sich. Schreibt, besonders zerbrechliche Güter, die einer Sonderbehandlung bedürfen, sind von der Beförderung durch GLS ausgeschlossen. Auf der Website des Anbieters taucht diese Info in den AGBs allerdings nur ziemlich versteckt auf. Die Stauchungen bei DPD und DHL liegen im Toleranzbereich. Und auch innen ist alles heil geblieben. Dann gucken wir auf Hermes. Auch hier. Mhm, draufgeworfen. Hier ist jemand draufgetreten oder wie? Das sind Fußspuren? Ja, das ist eine Fußspur, ja, würde ich sagen. Aber die treten doch jetzt nicht auf mein Paket. Doch. Wann denn in der Fahrzeug, Situation? Um irgendwie an das andere Paket ranzukommen. Das muss man erwarten. Das ist fast normal. Und was sagen die Stoßindikatoren? Oh, weiß. Beide weiß. Beide weiß. Ha. Vielversprechend. Ja, das lässt hoffen. Ja. Zu früh gefreut. Die Tasse hat einen Sprung. Die lag da, dann ist das die Fußspur. Tatsächlich, wo der Fußabdruck war? Ja. Naja, gut, wenn so ein Paketbote irgendwie. Wenn der da drauf tritt? Mit 70 Kilo? Ja, klar. Das hält das Paket ja auch nicht. Also, mehr das auf, ne? Ist nicht ausgeschlossen. Bei Hermes also kein Wurf, sondern vermutlich ein Trittschaden. Der Anbieter entschuldigt sich und verspricht seine Mitarbeiter nochmals, für einen sorgsamen Umgang mit jeglichen Sendungen zu sensibilisieren.
Trotz Bergen von Verpackungsmaterial fällt das Fazit ernüchternd aus. So, wir halten fest, von 5 Paketen haben 3 Schäden. Ja. Das ist aber eine schlechte Quote, oder? 3 Pakete haben Schäden, das ist eine schlechte Quote. Und von den 2 anderen, die heile geblieben sind, haben die Indikatoren aber auch ausgelöst. Also wir stellen fest, dass alle Paketdienstleister in dem Falle die Pakete nicht sonderlich gut behandelt haben. Sind daran eventuell auch die Arbeitsbedingungen mit Schuld? Oft wirken Zusteller abgehetzt. Der Zeitdruck scheint enorm. Vor allem die sogenannte letzte Meile ist sehr personal- und damit kostenintensiv. Neben DPD, Hermes und GLS hat auch Amazon diesen Bereich komplett ausgelagert. Hier sind die Zusteller also nicht direkt bei Amazon angestellt, sondern bei Subunternehmen. Deutschlandweit gibt es Hunderte davon. Viele suchen händeringend Fahrer. Doch zu welchen Bedingungen arbeiten sie dort? Um das herauszufinden, haben wir einen Kollegen eingeschleust. 2 Schulungstage und die Vertragsunterzeichnung hat Viktor bereits hinter sich. Und eine Blanko-Kündigungsbestätigung habe ich auch schon unterschrieben, obwohl ich natürlich noch gar nicht gekündigt wurde, sondern gerade erst anfange. Aber für den Fall der Fälle sozusagen, dass sie mich schnell loswerden, nehme ich mal an. Erlaubt ist das nicht, sagt auch Amazon. Aber es macht deutlich, in der Branche gibt es teilweise prekäre Arbeitsbedingungen. Dieses Stelleninserat von einem Subunternehmer von Amazon lockt mit einem Stundenlohn von 15,60 Euro, fast 3 Euro mehr als der aktuelle Mindestlohn. 8 Stunden pro Tag werden bezahlt. Wenn ich weniger brauche, dann verdiene ich trotzdem 8 Stunden. Wenn ich mehr brauche allerdings, also 9, 10 Stunden, kriege ich trotzdem nur 8 Stunden bezahlt. Ob Viktor den Job in 8 Stunden schafft, wird sich zeigen. In seiner ersten Schicht soll er erstmal einen Kollegen begleiten. Wir sind hier nicht angeschnallt. Der Anschnallgurt ist hier festgemacht, weil wir immer rein und rausspringen müssen. Das machen alle, so sagt der Kollege, sonst braucht man zu viel Zeit. Um alle Pakete in ihrer Arbeitszeit zu schaffen, gehen die Fahrer auch Risiken ein. Die Kolleginnen und Kollegen fahren eben sportlich, stehen ständig in zweiter Reihe oder auf Plätzen, wo sie eigentlich nicht stehen dürfen, Feuerwehrzufahrten und so weiter und so fort. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Ist dann natürlich nur kurzfristig, aber es ist eben so. Wir sind zu einem anonymen Interview verabredet. Lange Zeit hat dieser Ex-Zusteller, der nicht erkannt werden will, verzweifelt einen Job gesucht. Schließlich hat er ein knappes Jahr für einen anderen Sublieferanten von Amazon gearbeitet. Auch er erzählt, wie da Druck auf ihn ausgeübt wurde. Durch Anrufe aufs private Handy. Man wird den ganzen Tag einfach quasi gezwungen, schneller zu arbeiten und gegen alle Verkehrsregeln. Was meinen Sie damit? Teilweise heißt es, fahr schneller. Ja, da ist dann aber Stau. Und dann umfahr den Stau, umfahr die Baustelle, nimm die Beine in die Hand und bring das Paket rennend weg. Und was ist mit der Parksituation? Die ist ja auch nicht immer einfach für Zulieferer, ne? Genau, ich hatte auch oft Stress mit der Polizei, weil wir eben nicht entsprechend parken konnten. Und dann hieß es auch nur, ja, versuch die zu besänftigen. Hauptsache, das Paket kommt an den Mann. Große Kritik am Konzept Subunternehmen übt Lars Rieck von der Gewerkschaft Verdi. Ihn stören vor allem die engen Lieferzeitfenster, die sich aus den enormen Mengen ergeben. Oft nur 3 Minuten pro Paket. Wenn aber jetzt draußen Schnee liegt oder die Ablagestellen weit auseinander liegen, dann ist das vielleicht gar nicht zu schaffen. Das Problem, sagt Amazon, ist dein Problem. Bist du schnell, kannst du gutes Geld von uns verdienen, so zumindest die Annahme bei denen. Und bist du halt langsam, aus welchen Gründen auch immer, viel Verkehr, Kunde nicht angetroffen, ist es auch dein Problem. Das heißt also, dass das Ganze auch ein gutes Stück auf Selbstausbeutung läuft. Und was viel, viel schlimmer noch ist, wir haben Menschen, die am Straßenverkehr teilnehmen, die dann gewissermaßen im Akkord arbeiten. Und das darf man einfach in diesem Land nicht. Amazon schreibt uns dazu, die Touren seien von ihnen so geplant, dass sie innerhalb einer bestimmten Zeit abgeschlossen werden können. Wobei Paketvolumen, Komplexität der Adressen und angemessene Pausenzeiten berücksichtigt werden. Außerdem würden etwa 90% der Fahrer ihre Routen pünktlich oder sogar früher beenden. Heute ist Viktor das erste Mal allein unterwegs. 146 Pakete liegen im Wagen, das sind 92 Stopps. Zum Vergleich, sein Kollege soll heute fast 300 Pakete ausfahren. Er schickt Viktor ein Foto seiner Aufträge. Guck mal, vielleicht sieht man das hier im Hintergrund. Die Pakete liegen da jetzt alle. Ich fahre hier. Hier ist eigentlich so eine Tür, aber die geht nicht zu. Rechts abbiegen auf Ludwig-Erhard-Straße. Ja, also wenn mich jetzt eine Vollbremse machen, dann fliegt mir das um die Ohren. Geht nicht anders. Wer für Amazon Pakete ausliefert, wird per App überwacht. Die Amazon-App dient als Navigationsgerät, trackt aber auch den Zeitplan und Zustellung. So wird sofort sichtbar, wer zu langsam arbeitet.
So, mein Navi sagt jetzt, ich soll hier geradeaus fahren. Wie man sieht, geht das nicht. Jetzt muss ich mir einen anderen Weg suchen, das kostet Zeit. Der Ex-Zusteller berichtet uns, wie er auf Ansagen des Subunternehmers Pausen umgehen sollte. Zu denen ruft die Amazon-App nach einer gewissen Zeit eigentlich auf. Da heißt es, ich soll auf dem Weg zum ersten Stopp die Pause schon einstempeln und in meinem Handy die erste Adresse suchen, um diese Pause zu sparen, damit die nach 6 Stunden nicht aufploppt, damit man dann die ganzen 10 Stunden durcharbeiten kann. Moment mal, Sie sollten keine Pause machen, aber eine Pause steht Ihnen ja zu. Es hieß immer, wir sollen unsere Pause machen, wenn wir am Ende noch Zeit haben, was ja Unsinn ist, denn wie Sie sagen, eine Pause steht uns zu. Das heißt, Sie haben 10 Stunden ohne Pause durchgearbeitet? Teilweise, an manchen Tagen, ja. Auf Nachfrage dazu antwortet Amazon, man kenne das Pausenproblem nicht, verlange aber von den Lieferanten, dass sie sich an die geltenden Gesetze halten, insbesondere in Bezug auf faire Löhne und angemessene Arbeitszeiten. Keiner würde sagen, ich verzichte auf meine Pause, sondern das ist sozusagen die Not, die da herrscht. Und Amazon zieht sich auch noch raus und sagt, wir können auch gar nichts dafür. Wir haben sogar einen Scanner, wo man draufdrücken muss, schaut er. Und man macht hier vermeintlich eine heile Welt. Die Ursache ist klar bei Amazon zu sehen. Und die Verantwortung, der entzieht sich an der Stelle. Zurück zum Undercover-Einsatz. Eigentlich hat Viktor nur noch ein paar Pakete zum Ausliefern. Aber die Ansage vom Chef, er soll noch einem Kollegen helfen. Es hieß ja am Anfang, wenn man mal weniger arbeitet, mal um, keine Ahnung, 17 Uhr fertig ist, dann hat sich das ja gelohnt für einen. Wenn man mal länger arbeiten muss, das gleicht sich aus. Das passt ja wieder nicht, wenn ich länger arbeiten muss. Laut Vertrag muss Viktor auf Anordnung des Arbeitgebers Mehrarbeit und Überstunden leisten. Die müssen laut Amazon auch bezahlt werden. Doch das sieht in der Realität manchmal anders aus, zeigt die Fallsammlung von Piotr Mazurek. Er arbeitet beim Deutschen Gewerkschaftsbund als Berater für Paketzusteller. Viele kommen zu ihm, weil sie Probleme mit ihrem Arbeitgeber haben. Bei den schlechten Arbeitgebern wird meistens nur die reine Fahrzeit bezahlt, also vom Depot zu den Kunden. Das gilt als Arbeitszeit, aber es kommt sehr häufig vor, dass die Beladung länger dauert. Ja? Oder dass sich Schlangen vom Verteilzentrum bilden und die Leute einfach sehr lange darauf warten müssen, bis sie endlich beladen werden und losfahren können. Das vergüten die Arbeitgeber einfach nicht. Viele der kleinen Subunternehmer haben manchmal nur einen Auftraggeber, wie zum Beispiel DPD, Hermes, GLS oder eben Amazon. Je kleiner die Firma, desto schwerer ist es für Gewerkschaften, in den Betrieben gegen arbeitsrechtliche Verstöße vorzugehen. Wenn Sie da versuchen, einen Betriebsrat zu gründen, dann kann es Ihnen passieren, dass diese kleinen GmbHs beispielsweise über Nacht aufgelöst werden. Alles schon erlebt. Also das heißt, klassisch das, was Sie an Arbeitnehmerrechten haben, kriegen Sie in einem Subunternehmenbetrieb kaum durchgesetzt, weil der entweder dann den Betrieb einstellt oder wirklich auch mit unsauberen Mitteln arbeitet. Eigentlich hätte Viktor seit einer Stunde Feierabend. Doch die Restladung des Kollegen dauert an. Aber der Kollege war echt verzweifelt, von daher mache ich das für den gern, aber ja. Erst nach gut 9 Stunden Einsatz geht es für Viktor zurück aufs Amazon-Gelände. Tja, mit weniger als 8 Stunden Arbeit und trotzdem 8 Stunden bezahlt bekommen, wie das ja vorab mal erzählt wurde, das klappt wohl eher nicht. Um seinem Kollegen zu helfen, hat Viktor eine Überstunde gemacht. Geld gab's erst 7 Wochen später, nachdem wir bei Amazon nachgefragt haben. Weshalb das so lange gedauert hat, wurde uns nicht mitgeteilt. Falscher oder zerstörter Inhalt. Fehlende Filialen und miese Arbeitsbedingungen. Immer wieder droht jede Menge Ärger bei Post und Paketen. Habt ihr noch kein Abo? Dann klickt doch einfach hier und verpasst kein Marktcheck-Video mehr. Und hier haben wir übrigens noch mehr Videos für euch.